Hallo Stefan. Hallo Sven. Es ist wieder soweit. Du hast die Innovation 2023 für mich? Genau, die Neuheiten sind fertig. Ich bin sehr gespannt. Ich zeige dir die Ausstellung. Komm Gerne. Mit. Hallo Sven. Hallo Stefan. Ich bin ja geflasht. Was hast du hier Neues für mich? Hier haben wir unseren neuen Trendfarbton Black Green in unserer Aha. Manhattan Uni. Mhm. Melamin, Preisgruppe 1. Preisgruppe 1. Habe ich hier kombiniert mit Wangenmaterial in 25 mm. Mhm. Kannst du aber auch in 16 mm bekommen. Und du könntest Regale dazu verplanen. Sensationell. Ich sehe, du hast das Regal hier in einem hellen Eichefarbton gemacht. Genau, unsere Vulkaneiche als Arbeitsplatte auch. Mhm. Vulkaneiche aus dem letzten Jahr. Das heißt ja, du bekommst auch die Corpus in Vulkaneiche. Sensationell, denn dann kannst du es ja abstimmen mit der Arbeitsplatte. Corpus innen, Corpus außen und auch die Nischenverkleidung kamen wir dazu. Ne? Hammer. Passend dazu. Durch die schwarzen Einschlüsse ist hier die Kombinationsmöglichkeit mit den schwarzen Griffen und mhm. mit der schwarzen Sockelblende. Mhm. Und es ist sehr hell geworden, sehe ich im Regal. Ja, wir haben unsere Regale mit der Beleuchtung, mit der eingefrästen Beleuchtung erweitert. Du bekommst jetzt Unterschrankregale, Hängeschrankregale und Hochschrankregale mit der eingefrästen Beleuchtung. Und ich sehe eingefräste Beleuchtung auch bei den Wangenböden. Genau, die können wir bis 750 mm Tiefe mit der Beleuchtung jetzt vorbereitet, ausgefräst fertigen. Klasse. Wovon ich begeistert bin? Ein zusätzlicher Artikel im Handbuch. Wir haben einen zusätzlichen Abfallsammler hinzugefügt mit Biodeckel. Keine kleinen Fliegen mehr, keine Gerüche mehr und vierter Abfallsammler. Mega. Heißt, ich bekomme als Neuheit die Wangen in 16 und 25er Stärke, Melamin, Black Green. Die Front, Manhattan Uni, Preisgruppe 1. Und Regale bekommst du in Black Green. Komm, perfekt. Ich zeige dir weitere Neuheiten. So, Stefan? Ah, da Nein. bist du. Ich war gerade in unserem Hauswirtschaftsraum. Ja. Mit unserer neuen Tür, die wir integrieren können. Ja, super. Aber was ist das für eine tolle Farbe? Hier sind wir in dem Bereich Plus, mhm. unsere Schichtstofffront, Anti-Fingerprint, mhm. in der neuen Farbstellung Lava. Hier kombiniert mal mit unserem Steindekor, Basalt, mhm. und dort drüben bei den Regalen ja? haben wir unser Holzdekor Nussbaum Kuba. Aha, lässt sich sehr schön kombinieren. Schöne natürliche Farben, oder? Absolut. Was hast du an Technik für mich? Ja, hier haben wir bei den Faltklappen und auch Klappenbeschlägen mhm. die neue Generation eingeführt. Du siehst es an der Abdeckung, die ja. sind ein bisschen filigraner, aber mhm. der nächste Vorteil ist, für die Monteure viel besser auf der Montage. Einstellbar, justierbar, top. Klasse. Geht das nur so von Hand? Nee, elektrisch haben wir die auch. Aha. Das zeige ich dir hier. Klasse. Und auch wieder zum Runterdrücken. Ist das an Technik alles? Nein. Hier vorne haben wir noch Steckdosen eingebaut. Mhm. Einmal Schuko-Steckdose und dann die USB-Steckdose. Gibt es in Schwarz und in Edelstahl. Das, was man braucht. Komm, ich zeige dir die nächste Neuheit. Gerne. Sven, das ist jetzt aber was komplett Neues, oder? Ganz genau richtig. Hier haben wir unsere neue Front, Lugano Lack. Aha, neuer Name. In unserem Mattlack-Konzept, genau. Wie viele Farben? Heute haben wir in 18 Farben. Boah. Und das Ganze ist eine Echtholzfront. Ein massiver Rahmen, ja. 6 cm, mhm. sehr filigran, mit einer funierten Füllung. Der wow, ich kann richtig von oben das massive Material sehen. Ich sehe dann hier einen filigranen Übergang mhm. und habe dann eine ja, Landhausküche, die ich ganz modern planen kann, so wie hier. Der filigrane Übergang passt natürlich super zu unseren filigranen Metallrahmen, wo wir dann auch das schwarze Glas haben. Toll mit dem schwarzen Griff abgestimmt. Und du siehst das verdeckte Scharnier. Ja, ja? Man sieht keine silbernen Scharniere mehr im Korpus. Welches bei der Vitrine das, was zu sehen ist, richtig in Szene setzt. Und dann auch hier mit den schwarzen Glasregalen und der Beleuchtung
Sensationell. Super. Komm, wir gehen zur nächsten Neuheit. Gerne. Ja. Ich bin geblendet. Was ist das für ein Material? Das ist super, oder? Aha. Das ist unsere Hochglanz-Lackfront Feinlack. Die haben wir dieses Jahr neu gemacht in der Preisgruppe 4. Also eine komplett neue Tür, neues Programm. Ähnlich wie die Nova, nur das Material Hochglanz lackiert mit der glänzenden Deckkante. Aha, was kriege ich für Umfeld? Das gibt es einmal, können wir hier wunderbar sehen, die hochglanzlackierte Sichtseite, passend zur Front. Oder wenn ein Kunde budgetorientiert denkt, dann kann ich hier auch das glänzende Material super zu einsetzen. Das gesamte Preisspektrum? Ganz genau. Wie sieht es mit Wangen aus? Genauso, da kannst du die glänzende Ausführung nehmen oder hochglanzlackiert, passend zur Front. Und ich sehe, es ist auch in Matrix Art erhältlich. Die Trendlack hatten wir rausgenommen dieses Jahr. Jetzt mit der Feinlack auch Matrix Art. In beleuchteter Ausführung. Geht denn auch die Lichtaktion für die vertikale Griffspur weiter? Absolut, da haben wir uns entschieden, die wird bis Ende nächsten Jahres weitergeführt. Klasse. Komm, wir gehen zur nächsten Neuheit. Gerne. Sven, den Farbton kenne ich. Ganz genau richtig, Stefan. Das ist unser Farbton Black Green. Den habe ich dir in der ersten Küche schon gezeigt als Manhattan Uni in Melamin. Und jetzt bekomme ich hier alles von? In unser Mattlack-Konzept, genau richtig. Hier haben wir einmal die Frame und hier die Softlack. Heißt, ich kann die gesamte Küche in Black Green planen, wenn es das Mattlack-Konzept ist. Ganz genau. Du siehst, die Sockelblende gibt es in Black Green. Die Wangen gibt es im Black Green und auch das Regal. Was ist mit Umfeld? Kranz, Lichtblende? Wenn du im Landhausbereich bist, kannst du sogar Licht- und Kranzblende in der Farbe bekommen. Black Green. Ist ja klasse. Ich sehe aber hier einen sehr hellen Farbton drauf. Macht richtig Spaß, der Kontrast. Vorher hatten wir ja einen warmen Eiche-Farbton in der Vulkaneiche. Genau, dieses elegante Black Green passt einfach zu mehreren Farbstellungen. Hier, wie du es richtig gesehen hast, mit dem hellen Stein. Mhm. Mach doch mal den Schrank auf, Stefan. Hier vorne? Ja. Ah, der neue Push to Open. Genau, wir verändern unseren Druckverschluss und zwar ist der Magnet stärker. Somit das heißt, ich kann beide Türen schließen, ohne dass die andere aufspringt. Genau, das ist der Hintergrund. Klasse. Komm, ich zeige dir die nächste Küche. Ja, das ist unsere Front Plus mit dem neuen Farbton Lava. Genau, hier super kombiniert mit unserem Eiche-Graphit-Silber. Mhm. Hier findest du den Lava-Farbton in der Holzstruktur wieder. Und ich sehe auch, das Regal ist richtig schön von innen beleuchtet. Auch hier haben wir nochmal die seitlich eingefräste Beleuchtung für die Regale. Es ist Matrix Art und beleuchtet in der Griffspur. Genau. Das bedeutet ja, unsere Lichtaktion für das senkrechte Profil. Ist das kostenfrei, umsonst? Nein, ist gratis. Wahnsinn. Guck mal, und weil wir es so schön wohnlich hier haben, will ich dir noch einmal das Living-Element zeigen. Gar kein Sockel drunter. Na, hier haben wir einen Barklappenschrank. Mhm. Und unsere Beleuchtung haben wir in dem Wangenboden hier bei der Tiefe mit eingefräst. Man sieht kein Kabel dadurch. Super, oder? Begeistert mich. Komm, wir gehen weiter. Guck mal, Stefan, die kennst du doch schon. Die kenne ich. Das ist doch die Feinlack. Ganz genau. Hochglänzende Oberfläche. Hochglanz lackiert, hier mit in Graphit. Der Deckkante, hm? Genau, richtig. Ich sehe aber hier Wangen. Wir hatten ja bei der Arktikweißen hatten wir die Sichtseiten in unterschiedlichen Materialien und Preisen. Genau, hier haben wir das Thema für die budgetorientierte Planung. Mhm. Mal die Wangen in der Dekorgruppe 2, in dem glänzenden Material kombiniert. Du kannst natürlich auch die Dekorgruppe 3. Eine nur höher und dann bekomme ich das in der Originaloberfläche passend zur Frontausführung lackiert, kannst du auch bekommen. Wow, okay. Und das sind die Lifttüren, die einen neuen Beschlag bekommen haben. War da nicht was drin? Da fehlt mir irgendwie was. Genau, bei dem Beschlag fehlt die Synchronisationsstange. Die stört nicht mehr zukünftig. So hast du volle Ausnutzung für den Stauraum.
Okay, das heißt, die Seitenstabilität perfekt gegeben. Optimal. Klasse. Komm, wir gehen zur nächsten Küche. Sven, das ist mal eine Landhausküche. Ist die schick? Wow, was ist das für ein Farbton? Das ist unser Henna-Rot. Mhm. In der Lugano-Lack. Die mit dem echten Escherahmen? Genau, und der furnierten Füllung. Erinnerst du dich noch? Eben haben wir sie schon mal gesehen in Magma. Wow, aber hier ist ein Kranzprofil dabei und strukturierte Wangen. Genau, hierzu können wir dann das gesamte Umfeld zum Landhaus in der reprolackierten Variante bringen. Mega. Guck mal, hier im Hochschrank habe ich noch mal ein neues technisches Highlight. Ich kann die Böden verstellen in der Tür? Ganz genau. Je nachdem, was du verstauen möchtest, kannst du die Böden der Höhe nach verstellen. Je nachdem, was du möchtest. Das ist praktisch. Mir fällt auch hier auf, wie hell der Bereich ist. Da oben sind Lampen eingelassen. Genau, das sind unsere Steckbeschläge, Steckborde, die du kennst, Wandsteckborde, die jetzt auch die vorbereitete Fräsung mit der Langfeldleuchte bekommen. Das ist ja praktisch. Super, braucht der Monteur das vor Ort nicht mehr zu machen. Und sieht sehr professionell aus. Ich zeige dir mal das nächste Highlight. Gerne. Oh ja, eine tolle Planung. Sven, das ist die neue Feinlack, richtig? Ganz genau, in Platingrau. Aha, wir hatten doch vier Farben. Genau, wir haben Weiß und wir haben schon gesehen Arctic Weiß, ja, richtig. Graphit und hier die Platingrau. Und zu Platingrau haben wir auch eine platingraue Arbeitsplatte. Richtig, und neu dazu eine Glasnischenverkleidung in Platingrau und auch Graphit. Also Front, hochglänzend Platingrau. Arbeitsplatte, Schichtstoff Platingrau und auch noch die Möglichkeit, mit einer Glasnischenrückwand in Platingrau zu arbeiten. Ganz genau. Die Wangen haben wir auch noch, sodass du komplett in dem Farbton Platingrau planen kannst. Aha. Und da sind jetzt Schränke genommen worden mit einer furnierten Oberfläche. Genau. Hier haben wir Eiche Barolo aus der Tavola. Das heißt, du kombinierst eine Preisgruppe 6, wertige furnierte Oberfläche, mit einer hochglänzenden, wertigen Preisgruppe 4. Genau so ist es. Schöne preisliche Situation auch. Drück doch mal auf die Front. Ja, ich habe dich nämlich gefragt. Hier sind gar keine Griffe zu sehen. Hier? Ja. Oh, it's magic. Geht von alleine. Das ist unser Lifttürmbeschlag, den wir auch elektrifiziert anbieten können. In allen Tiefen? Jetzt auch in allen Tiefen. Also 350, 460 und auch die Standard 560er Tiefe. Genau richtig. Sodass wir auch diesen Beschlag in den Hochschränken anbieten können. Oh ja. Wenn du deine Mikrowelle zum Beispiel hinter der Front verdecken möchtest. Sehr praktisch. Ja. Aber wie kriege ich das wieder zu? Musst du auf den Knopf drücken. Jo, geht. Also, ich zeige dir die nächste Küche. Macht Spaß. Klasse. Das ist doch unser neuer Farbton. Unser Manhattan Uni im Black Green. Ne? Genau. Okay. Und dann mit einem warmen Holz. Unser Nussbaum Kuba. Mhm. Wir haben aber schon zwei andere Farbtöne auch gesehen bei Black Green. Einmal das helle Steindekor. Aha. Und? Die Vulkaneiche. Der helle Farbton im Holz. Ja. Heißt, wir haben alle drei Varianten als Möglichkeit. Hell, warm und auch einen dunklen Holzton. Überall ist unser Black Green mit zu kombinieren. Perfekt. Und ich sehe sehr viel Front unten. Genau, das ist unser Matrix 900, der besonders große Unterschrank mit besonders viel Stauraum. Mhm. Kombiniert mit den hohen Hängeschränken. Mhm. Wow. Und das Ganze wunderbar geplant, die Wangen in der Tiefe der Hochschränke. Wirkt sehr wohnlich und elegant. Schöne Kombination, oder? Klasse. Komm, wir gehen weiter. Sven, du konntest mich begeistern. Das ist schön. Das war unser Rundgang durch die Ausstellung mit den Neuheiten 2023. Wir wünschen euch viel Erfolg.